Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video übers Programmieren. Und zwar in C-Sharp programmieren wir. Jetzt wissen wir, wie so ein C-Sharp-Programm prinzipiell aussieht. Ja, was Klassen sind, was Methoden sind, was Bibliotheken sind, wissen wir eigentlich schon ganz schön viel. Aber recht viel können wir noch nicht machen, weil irgendwie speichern können wir noch nichts. Ja, dazu benötigen wir etwas, das heißt Variable. Was ist jetzt eine Variable? Variable ist eigentlich nichts anderes wie ein Speicherbereich. Ja? Das ist ein Speicherbereich, ein definierter Speicherbereich. Ich will was speichern. Ja? Ich habe irgendeine Zahl, die ich eingebe oder irgendeinen Text oder ich will irgendwo was speichern. Jetzt muss ich natürlich irgendwie sagen, wo. Ja? Wo und wie. Und das sage ich durchs Anlegen von sogenannten Variablen. Ja, Variablen sind also benannte Speicherstellen. Also irgendwo ist der Speicher, ja, da ist der Speicher und da ist eine Speicherstelle. Sage ich, das ist, da fangen sie an, da geht's los, da in diesem Speicher, da, und da steht ja, ich meine, in den Speicherstelle 01001001100 oder wie auch immer, wie viel Bit und wie lang das ist und wie das, im Speicher stehen nur Nullen und Einsen, ja. Wie unterscheidet sich jetzt, weiß nicht, ein A von einem Einser, ja. Natürlich in der Bitmuster, also wie Nullen und Einsen da in der Abfolge sind, aber es gibt doch sicher eine Zahl, die genau im Speicher genauso aussieht wie ein Buchstabe. Natürlich gibt es das. Und deswegen hat so eine Variable nicht nur einen Namen, sondern auch einen Typen. Und ein Typ wird praktisch festgelegt, wie dieser Speicherinhalt da interpretiert wird. Also Variablen sind prinzipiell benannte Speicherstellen, dabei die Namen sind fast, schreiben wir mal, fast frei wählbar. Es gibt ein paar Regeln, sie dürfen zum Beispiel nicht mit einer Zahl beginnen. Also man kann schreiben Zahl 1, aber nicht 1 Zahl. Ja, also, und case sensitive. Also Groß-Kleinschreibung. Case sensitive ist also Programmierer-Dinglish, ja, für Groß-Kleinschreibung. Also zum Beispiel gibt es eine Speicherstelle, die heißt Zahl. Und mit einem kleinen Z, ja, sind unterschiedliche Variablen. Muss man manchmal ein bisschen aufpassen, gell? Es empfiehlt sich natürlich nicht, den Unterschied zwischen zwei Variablen nicht in Groß- und Kleinschreibung zu machen, sondern schreibt man Zahl 1 und Zahl 2. Also das ist einfach eine viel bessere Lesbarkeit, wenn man sich überlegt, warte mal, was ist eine große Zahl, was ist eine kleine Zahl, das kenne ich überhaupt nicht mehr aus. Ja. Dann steht Zahl 1 an, die Zahl 1, das kann ich viel besser, und wir wollen ja so wenig wie möglich Fehler beim Programmieren machen, deswegen ist eigentlich, wissen muss man es, dass Case Sensitive ist. Ja. Der übliche Weg, wo man es wirklich erfährt, ist, dass man das irgendwie deklariert, Zahl, ja. Und darunter schreibt man es irgendwo klein oder groß oder anders halt. Ja. Und auf einmal sagt er beim Übersetzen, hey, diese Speicherstelle kenne ich nicht. Ja. Und man wundert sich, also wissen soll man es, dass case-sensitive ist, aber ausnutzen sollte man es nicht. Ja. So, also Variablen sind also benannte Speicherstellen, die haben einen Namen und einen Typen und sie werden deklariert. Ja. Also irgendwo in meinem Code schreibe ich halt eine, es gibt die Variable Fritz Franz, ja, und die hat den und den Typen. Ja, also Deklaration
von Variablen. Innerhalb des Programms. Und dann muss man natürlich noch beachten, wenn ich jetzt irgendwo eine Variable deklariere, ja, dann gilt dieser Name oder diese Variable ist nur bekannt in dem Bereich des Programms, wo ich sie deklariert habe, ja, auf dieser Ebene des Programms. Da werden wir nur ein bisschen dazu kommen, aber es gibt, das Programm kann verschiedene Ebenen haben und weil ich das eben auf Ebene 3 deklariert habe, kann es auf Ebene 2, kenne ich es nicht mehr, auf Ebene 4, weil darunter kenne ich schon noch. Okay? Also das hängt davon ab, wo die Variable deklariert worden ist. Das ist Gültigkeit. Gültigkeit heißt das nur in der Ebene, wo sie deklariert wurde. Und jetzt schreibe ich es unter Anführungszeichen darunter. Okay. Wir werden das noch, es ist logisch, wenn wir es nachher sehen, lass das jetzt einmal so stehen. Gültigkeit. Gut, also wir schreiben da hervorn einen Typ. Ja, wie schaut es in der Deklaration aus? Da schreiben wir einen Typ. Suchen uns einen aus, da gibt es verschiedene Schlüsselwörter, da werde ich gleich ein paar nennen. Ja, Typ, und dann schreiben wir einen Namen. Fertig. Strichpunkt. Das ist eine Variablendeklaration. Ja. Wie gesagt, der Name, der darf nicht mit einer Zahl starten. Und keine Sonderzeichen. Beinhalten. Das haben wir da geschrieben, fast frei wählbar. Also ein Ö zum Beispiel geht nicht. Ein Ö ist schon ein Sonderzeichen. Also normale Buchstaben und Zahlen, fertig. Also normal. 26 Buchstaben, 10 Zahlen, fertig. Ziffern. So, und der Typ, ja, den darf man sich aussuchen. Aus einem Menü. Ja, es gibt ein Menü an Typen, ja, aus vorgefertigten Typen. Werden wir in Zukunft ein paar kennenlernen. Mit was beginnen wir? Ja, mit Integer. Ja. Zum Beispiel Typ Integer. Jetzt habe ich lange überlegt. Also Integer ist Englisch und heißt nichts anderes wie Ganzzahl. Dann wird eben für den Typ Integer wird dieser Speicherbereich hier interpretiert als ganze Zahl. Also wenn 0 drin steht, ist 0. Wenn 1 drin steht, ist 1. Und zwar, also wenn 1, 0 drin steht, ist es 2. Ja? Und so weiter. Also Typ Integer. Aber es gibt ja nicht nur, wie ich die Zahlen oder die Nullen und 1 Reihenfolge da in dem Speicher interpretiere, sondern es gibt ja auch, wie lang ist das? Wie lang ist dieser Speicherbereich? Wie viel Bit haben wir überhaupt? Und deswegen gibt es nicht nur einen Integer, sondern es gibt verschiedene Integer. Es gibt zum Beispiel einen Integer, der heißt Byte. Da schreibe ich dann statt Typ, schreibe Byte und nenne das Fritz. Was ist das dann für ein Speicherbereich? Der ist 8 Bit lang. Und was kann der darstellen? Mit 8 Bit kann man 0 bis 255 darstellen. Also das geht von 0 bis 2 hoch 8 minus 1.
Mit 8 Bit kann ich 2 hoch 8 verschiedene Zustände darstellen, von 0 bis 255. 2 hoch 8 ist nämlich 256. Ja? Also 256 verschiedene Zahlen, 0 eingeschlossen, 0 bis 255. Und deswegen kann man das so ausrechnen. Ja? Das wäre der Typ Byte. Aber wenn ich sage, hey, es fängt bei 0 an, was ist, wenn ich negative Zahlen brauche? Gibt es auch. Da gibt es nämlich ein S-Byte. Der ist signed. Ja? Signed Byte. Also mit einem Sign, mit einem Vorzeichen. Der ist natürlich auch 8 Bit lang. Und da wird also dieser Wertebereich verschoben. Der geht nämlich von minus 128, weil ich habe trotzdem nur 256 verschiedene Zustände mit 8 Bit, ja, und geht bis 127. So schaut das aus. Ja. Es ist immer die negative Zahl ist immer um 1 mehr. Das ist eine Regel, die immer gilt. Ja. Es geht nämlich da von minus 2 hoch 7, ja, bis 2 hoch 7 minus 1. Also 2 hoch 7 ist 128, von minus 128 bis 128 minus 1 ist 127. Ja, also das ist zum Beispiel zwei verschiedene Typen von der Interpretation Integer. Was gibt es da nur? Da gibt es einen Short. Und jetzt ist es ein bisschen deppert, weil es gibt eigentlich einen U-Short und der ist 16-Bit. Das geht von 0 bis 65.535. Das ist 0 bis 2 hoch 16 minus 1. Also genau die gleiche. Und dann gibt es einen Short, einen normalen. Und schaut, da hat es ein bisschen einen Unterschied. Weil jetzt ist der Unsigned Short U-Short, also Unsigned Short. Ja? Und der normale Short ist signed. Der normale Byte ist nicht signed. Und der signed Byte ist S-Byte. Das ist, ja, aber okay. Das kommt ein bisschen aus der Historie heraus. Gell? Das kommt ein bisschen aus der Historie heraus. Das ist einfach, weil ein Byte früher einfach als Unsigned interpretiert worden ist und das S-Byte ist später gekommen. Okay? 2 hoch 15 bis 2 hoch 15 minus 1. Minus 2 hoch 15 natürlich. Und so geht es dahin. Ja? Also da gibt es zum Beispiel dann noch den Int. Ja? Und also ein Uint gibt es und den Int. Ja? Der ist 32 Bit lang. Und das geht natürlich von 2 hoch von 0 bis 2 hoch 32 minus 1. Ja? Und der geht von minus 2 hoch 31 bis plus 2 hoch 31 minus 1. Also es ist immer die gleiche Struktur. Und dann gibt es, weil ich mit 32 Bit noch immer nicht auskomme, das ist 32 ist schon ziemlich viel. Ja? Da gibt es noch einen Long auch noch. Also ein Unsigned Long und einen normalen Long, ja, der ist 64 Bit lang. Also da haben wir schon da wirklich einen Haufen 0 und 1 dranhängen. Ja, und da geht es halt von 0 bis 2 hoch 64 minus 1 und da geht es von minus 2 hoch 63 bis 2 hoch 63 minus 1. So sieht das aus. So sieht das aus. Ja. Also das sind Variablen. Benannte Speicherstellen mit einem Typen und einem Namen. Einen Typen brauchen wir, dass wir wissen, wie interpretieren wir das. Hier ein paar Beispiele an Ganzzahlen, an Integer-Werten. Ja. Gibt es andere, da gibt es ein Bool, da gibt es ein Char, da gibt es Float, Double, Decimal und so. Aber das werden wir kennenlernen im Laufe der Zeit. Das will ich jetzt da nicht extra erklären. Im nächsten Video machen wir ein Beispiel mit den Variablen. Ja, da definieren wir zwei Variablen und zählen die zusammen. Ja, und schauen, was rauskommt. Gehen wir aus, was rauskommt. Okay? Das wäre, verwenden wir dann noch einen sogenannten Operator. Ja, was das ist, werde ich im Zuge des Programmierens erklären. Nämlich nicht so schwierig. Gut! Ja? Variablen. Nächstes Mal Anwendung. Für dieses Mal
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.